So, meine Lieben, ich grüße euch zu die Vikings oder Expeditions Wikings. Ich weiß gar nicht, warum wir im Moment keine Musik haben. Musik ist eingeschaltet. Wir haben nur so ein komisches, ja, so ein komisches Rauschen im Hintergrund, als würden wir uns an Bord eines Raumschiffs befinden. Könnte ja nicht unterschiedlicher sein. Egal, wir sind also hier noch immer in unserem Langhaus, müssen jetzt raus und kämpfen. Und ich habe festgestellt, wenn ich die rechte Maustaste drücke, kann ich auch drehen. Kann zwar und kann natürlich mit dem Rad reinscrollen, ich kann aber leider die Kameraposition nicht verändern. Das geht nicht. So, wir müssen hier ran und müssen Klamotten uns besorgen. Was haben wir denn hier? Wir nehmen erstmal alles. Ne, das fest mal. Um die Ziele anzuzeigen, drücke oh ja, trete den Söhnen bla bla entgegen. Ausrüstung. Was steht denn hier? Da du jetzt deine Waffen hast, wird es Zeit, sie auszurücken. Klicke auf das Inventarsymbol, um das Inventar zu öffnen und deine Gegenstände auszurücken. Rüsten. Ja, dann werden wir das machen. Alle nicht ausgerüsteten Gegenstände in deinem Besitz werden hier angezeigt. Mit den Schaltflächen oben kannst du filtern, welchen Typ von Gegenstand du angezeigt bekommen möchtest. So, hier kann ich natürlich zwischen den Figuren noch zwischen oder hin und her schalten. Rüste die Gegenstände aus, indem du sie auf die entsprechenden Plätze ziehst und so weiter. Ist, glaube ich, ziemlich klar. Jeder Charakter kann zwei Waffensets mit sich tragen, die er während des Kampfes austauschen kann. Klicke auf diese Schaltfläche, um die Waffen für dein primäres Set auszuwählen. Okay. Also damit kann ich zwischen den Waffensets hin und her schalten. Wir haben ja eine Stärke, was hier die Dehnenaxt betrifft. Habe ich ja extra geskillt. Ne? Und die Nutzaxt haben wir auch. Okay, die ist nicht ganz so stark. Die packen wir hier mal hin. Mit Stärke wird 3 Runden lang erhöht. Ja, das ist doch mal ein Wort. Nehmen wir mal, ich glaube, das können wir hier unten reinpacken. Ne? Sehr schön. Wird auch hervorgehoben. Was haben wir hier noch? Wir haben jetzt nur die Waffen. Okay, die Nefja im Inventar findest du auch einige nützliche Zusatzinformationen zu jedem Charakter. Hier kannst du die Hauptattribute deines Charakters einsehen, sowie dessen aktuelle Moral und eventuell vorhandene Verletzungen. Ah, also hier. Ja, sie ist besonders geschickt, die gute Nefja, und sie hat eine Stärke auf Ausdauer. Und so weiter. Also sie dürfte dann eher den Bogen wohl nutzen. Würde ich mal so behaupten. Was hat sie hier? Den einfachen Speer? Okay, und als zweiten Set müssen wir jetzt eigentlich schon ein zweites Set vergeben? Nicht unbedingt, ne? Kurzaxt, einfacher Speer, Nutzaxt. Ja, ich würde sagen, wir lassen das erstmal so, ne? Oder? Zweihänder sind wir jetzt nicht so stark. Ich könnte die jetzt theoretisch, glaube ich, hier auch noch aushändigen, ne? Also ich kann die beide hier zwar mir reinlegen, aber haben keine besondere Stärke auf Zweihänderwaffen. Eigentlich müssten wir hier noch ein Schild haben. Egal, wir lassen das jetzt erstmal so, weil sonst haben wir ja nichts. Fertigkeiten. Hier sehen wir also unsere Fertigkeiten angezeigt. Alle die Attribute zeigen wir hier. Treffergenauigkeit, was wir für Fähigkeiten haben. Und hier mit dieser Schaltfläche kannst du zwischen den 5 verschiedenen Kategorien und Fertigkeiten hin und her schalten. Mein Gott. Also das werden wir so nach und nach werden wir das auch entsprechend verteilen. Wir haben jetzt, wenn ich das hier richtig sehe, wir haben 2 Fertigungspunkte noch über 50, haben wir bisher verteilt. Und um hier jetzt was zu machen, das haben wir ja schon verteilt, bräuchten wir dann die entsprechenden Anzahl an Punkten, die hier rechts angezeigt werden. Okay. So, die Nefja hat noch gar keine Punkte, da können wir auch nichts verteilen. Nicht Teil der Gruppe. Was willst du? Wie nicht Teil der Gruppe. Kapiere ich jetzt nicht so ganz, aber muss ich ja auch nicht.
Das sind unsere Quests, das ist unser Anwesen, was wir alles besitzen, Langhaus und Ting. Dann gibt es noch ein Moor, die Schmiede, gut, das werden wir alles so nach und nach noch feststellen. Und hier haben wir Timeline, dein Clan, Ansehen. Aha, das Ansehen, das wir haben. Interessant. Optionsmenü ist klar. Gut. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das jetzt erstmal so, gehen raus und kloppen uns ein bisschen, ne? Wird doch Zeit, dass hier mal was passiert. Voll viel vorgelesen letzte Folge. Und jetzt muss hier mal ein bisschen Action reinkommen. Übrigens, wenn ich irgendwelche Ladbildschirme schneide, das kündige ich nicht jetzt extra an, ne? Ich mach's einfach. Ich denke, das ist auch in eurem Interesse. Okay. Die meisten Gäste folgen dir nach draußen und stellen sich im Halbkreis hinter dich. Du nimmst entfernt wahr, dass die anderen Tarnen untereinander tuscheln. Neff hier eilt zu Kittil, um ihm auf die Beine zu helfen. Blut rinnt aus seinen Haaren über seine Wangen, doch er wirkt noch immer kampffähig. 4 gegen 1. Nennen die Söhne Erling Torgelsson das etwa einen gerechten Kampf? Ottas Bruder Troster grinst höhnisch und er klingt betrunken. Alte Mundweib. Er hat damit angefangen. Wir fragen mal den Ketil, wie es ihm geht. Der Jäger wischt sich den Dreck von den Augen. Es ist nichts. Durste schlägt zu wie ein kleines Mädchen. Das heißt eigentlich nicht. Ich bin sicher, Nefja wäre gefährlicher als sie. War gefährlicher, als sie ein kleines Mädchen war. Toste. Du wehleidiger kleiner Scheißer. Komm her und sag das nochmal. Die Schlangen dafür werdet ihr sterben. Wenn du so erpicht auf einen Kampf bist, lässt sich das problemlos einrichten. Otter tritt unruhig von einem Bein aufs andere, als er die hinter dir versammelten Tarnen sieht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wenn Asleiferer unser Tane ist, kann er ja dann entscheiden, wie es mit der Ehre heute Abend bestellt war. Asleifer tritt vor und zieht seine Waffen. Du bist zu weit gegangen, Ottar. Dein Handeln ist frei von Ehre. Hier muss ich für alle Nanntor Partei ergreifen. Ein Blick lang spiegeln sich Verwirrung und Angst in Ottars Augen, doch er reißt sich schnell wieder zusammen. Gut, wir werden euch alle töten und dann werde ich der Tarn sein. Okay, also, was haben wir denn hier? Kampf. Der Kampf ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels. Eine Niederlage bedeutet nicht unbedingt, dass das Spiel beendet ist. Normalerweise kannst du weitermachen und in manchen Fällen wirkt sich deine Niederlage auf die weitere Handlung der Geschichte aus. Während eines Kampfes erscheinen blaue Hexfelder unter deinen Verbündeten und rote Hexfelder unter deinen Feinden. Du kannst dich selbst und deine Krieger, genannt Gefolgsleute, anwählen, indem du direkt auf sie oder auf ihr Porträt klickst. Du kannst den jeweiligen Standardangriff auf Feinde durchführen, indem du sie anklickst, wenn der Cursor sich in ein Schwert oder in einen Pfeil verwandelt hat. Zusätzlich zu den normalen Angriffen solltest du die Fähigkeiten deiner Charaktere nicht außer Acht lassen. Sind die Bedingungen für den Einsatz einer Fähigkeit nicht gegeben, ist sie ausgegraut. Wenn du mit dem Mauszeiger über die einzelnen Fähigkeiten fährst, erhältst du Informationen über ihren Einsatz und ihre Wirkung. Okay. Dann schauen wir uns das mal an. Ich kann ja auch grundsätzlich einstellen, habe ich natürlich mitbekommen, dass wir nicht tödliche Angriffe führen. Ja? Das heißt, dass wir den Gegner im Grunde erstmal betäuben. Ich würde aber in dem Fall sagen, er hat uns herausgefordert und er sollte dafür wirklich leiden. Wir schaffen uns erstmal einen Überblick. Also wir haben hier einen Bogenschützen und das sind alles Nahkämpfer. Okay, was haben wir zur Verfügung? Wir haben mit Kettil einen Bogenschützen.
Nefja kann, das weiß ich schon, mit diesem Haken auf zwei Felder Differenz angreifen. Dann haben wir hier, das bin ich selber, also ich kann nur auf die Nähe, ich muss also ran an den Speck sozusagen. Und der Aslaf hier ist auch ein Nahkämpfer, hat sogar ein Schild, der Glückliche. Gut. Ja, am wichtigsten wäre es mir, dass wir erstmal den Bogenschützen hier hinten ausschalten. Und dafür würde ich ganz gerne mal mir die Neffi vornehmen. Die geht mal hier hin. Scheiße. Kriegt einen Gelegenheitsangriff ab und greift ihn dann an. Okay. Jetzt sind wir eine Reihe. Du hast eine 4 geschlagen. Das mag ich gar nicht. Drauf. Alles klar. Hätte ein bisschen härter sein können, ne? Okay, ich kann mich jetzt sogar noch mal bewegen. Und damit Neffi nicht angegriffen wird, bewege ich mich jetzt hier hin. Ja, vielleicht blocke ich damit ihn ab. Dann haben wir hier unseren Bogenschützen, den Kittil. Der schießt einfach mal noch gar nicht. Erstmal gehst du mal hier vor und haust auf ihn drauf. Okay. Und er bewegt sich, ja, schießt einfach auf ihn. Ich habe ja hier auch besondere Fähigkeiten, fällt mir da ein. Alle Feinde, die sich neben dem Ziel befinden, erhalten einen Statuseffekt. Entdeckt Schnellschuss, 4-2 Fernerkampf mit minus 30% Genauigkeit aus. Ja, aber ich würde sagen, hier 95% Trefferchance finde ich schon ziemlich gut. Alles klar. Und er ist geplagt. Das heißt, ich mache gleich 50% mehr Schaden. Finde ich außerordentlich gut. Jetzt muss ich nur gucken. Der kann. Das ist ein Heiler, ne? Ich gerade. Ich ziehe mich dann mal hierhin zurück. Kann er sich noch bewegen? Ja, da. Ja. Okay. Und dann gucken wir mal, was die Runde bringt. You must go on without me. Was? Wie? Du musst weitergehen ohne mich. Weil er benommen ist? Okay. Ich bin geplagt. Autsch. Wir hauen schon gut zu. Okay. Er ist angeschaltet. Das ist der Heiler. Er ist auch gut angehittet. Jetzt muss ich mal schauen. Er. Alle entdecken taktische Bewegung. Erlaubt ihm aber durch Fallen zu gehen, müssen wir nicht. Lähmende Attacke, Trittattacke, Unterbrechung, stelle einen Fernkampfangriff zurück. 9, 9. Streuschuss müssen wir auch nicht haben. Nee. Einfach mal. Einfach mal hier drauf. Ja, hier drauf. Alles klar, der ist erledigt. Dann, wir müssen uns hier Platz verschaffen. Ihn drauf. Fuket. Und hier mal. Ach Mann, ich blöd, Mann. Unnötig. So, er ist auch weg. Gut, er ist benommen und kann im Moment nichts machen. Kann ich auch? Ich kann doch auch heilen. Habe ich mir nicht die Fähigkeit heilen gegeben? War da nicht irgendwas?
Einzelne anklicken oder. Okay. Anscheinend nicht. Dann machen wir mal unten Ende. Gut. Er heilt wieder. At least I live with honor. Ah, jetzt bleibt mal locker. Gut, also er ist immer noch benommen. Dann, pass auf, du gehst mal hier vor und piekst ihn mal an. Alles klar. Ich selber klopf auf ihn auf. Oh, der gute Kettil. Der kann der nicht heilen? Der kann auch nicht heilen. Okay, da muss er ihn wegmachen. Mach ihn mal weg. Okay. Was war's? Wir gehen jetzt. Ne, wir bleiben jetzt hier stehen. Mal gucken, was der gute Heiler macht. Gut. So. Auf ihn drauf. Auf ihn drauf. Und nun machen wir ihn fertig. Kann ich von hier aus schlagen? Ja, geil. Ich habe auch so eine lange Reichweite. Ja, coole Kiste. So, und Sieg. Sieg, Sieg, Sieg. Was haben wir hier? Eine besteht ein leichtes Trauma am Kopf. Okay. Immer wenn ein Kampf beendet ist, erscheint dieser Bildschirm und versorgt dich mit wichtigen Informationen. Wurde ein Charakter während des Kampfes verletzt, findest du hier Angaben zu seiner neuen Verletzung. Wenn du das nächste Mal ein Lager aufschlägst, müssen die verletzten Charaktere behandelt werden. Keine neuen, eine bestehende und alles andere ist in Ordnung. Okay. Hier siehst du, welche Gegenstände deine Gefolgsleute noch ausgerüstet haben. Wenn du während des Kampfes Gegenstände eingesetzt hast, wird auch das hier angezeigt. Gegenstand. Wie fallen. Okay. Und hier. Hier siehst du alle Gegenstände, die die einzelnen Charaktere ausgerüstet haben. Ein roter Pfeil markiert Gegenstände, die während des Kampfes an Stabilität verloren haben. Alles klar. Also hier ist nichts kaputt gegangen. Der Kettil hat eine Verletzung. Ich denke mal, das war von vorher schon, als er rausgegangen ist und niedergeschlagen wurde. Ist doch insgesamt gut gegangen. Otter Erdingsen liegt auf gefrorenem auf der gefrorenen Erde in einer kleinen Blutlache. Ein starrer Blick ist gen Himmel gerichtet. Auf dem Hof vor deinem Haus liegen die Leichen seiner Brüder verstreut. Du hast wohl die Abstammungslinie von Erling Torgilsson beendet. Unter dem ernsten Blick deiner Gäste färbt sich der Schnee vor deiner Festhalle rot vom Blut der Bauern. Als einer von ihnen an deiner Entschlossenheit gezweifelt haben sollte, jetzt wissen sie, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Wollte das nicht, aber ihr habt doch alle gesehen, was hier passiert ist. Diese Männer ließen mir keine andere Wahl. Ja, so geht es allen meinen Feinden, weiß ich nicht. Jeder, der ein Problem mit mir hat, kann sich an unseren Gebräuche halten und mich zu einem Duell herausfordern. Aber ich lasse nicht zu, dass ich bei meinem eigenen Fest mal hinterrücks überfallen werde. Ganz genau. Asleifal tritt vor. Der Kampf scheint ihn nicht im geringsten ermüdet zu haben. Ich habe dich heute Abend unterstützt, weil Otter und seine Brüder es zu weit getrieben haben. Es ist nicht die Art unseres Clans, sich in betrunkenen Schlägereien gegenseitig umzubringen. Alinantur, Sohn des Ingulfir, ich fordere dich zu einem Duell um den Posten des Tane heraus. Ein aufgeregtes Raunen geht durch die Gästeschar. Kettil flüstert so leise, dass nur du und Nefja ihn hören können. Unfassbar. Da
Big Hugh Sandra. Nefja, er hat das Recht, so ein Duell zu fordern. Den Zeitpunkt dafür hätte er allerdings geschickter wählen können. Warum forderst du mir Aslaf? Sagen, das kommen wir, ich nehme die Herausforderung an. Ich brauche dich an meiner Seite. Nein, 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 das geht nicht. Ich muss die Forderung annehmen, denn alles andere würde als Schwäche an mir ausgelegt. Okay. Er nickt sichtlich zufrieden. Wir treffen uns morgen Mittag auf der Holmang-Insel. Mögen die Götter dir beistehen. Erforschung. Klick auf die Kompassrose, um die Gebietskarte zu öffnen. Sie zeigt dir einen Überblick über das Gebiet sowie interessante Orte und deine aktuelle Position. Okay. Also, hier sind wir. Das alles können wir erforschen. Beziehungsweise hier ist, ja, hier sind wir, da ist unser Langhaus, die Schmiede, die Kampagnenkarte, also da geht es wahrscheinlich raus, da auch, Grabstätte, Hexenhütte, Kampagnenkarte. Also wir haben drei Orte, die wir erforschen können, einmal die Schmiede, einmal die Hexenhütte und einmal die Grabstätte. Wunderbar, dann würde ich, ach so, das kann ich hier auch direkt anklicken. Das ist ja geil. Sehr, sehr geil. So, was haben wir denn jetzt hier? Ups. Nee. Ach, Mensch, jetzt bin ich... Ah, so. Hier und dann da drauf. Dann bin ich wieder hier. Alles klar, alles klar. Ich wollte jetzt gerade die Karte verschieben. So, einmal dahin. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier so haben. Wir quatschen erstmal mit der Nefja. Lass mich gegen ihn antreten. Ich komme alleine mit ihm zurecht. Ich muss zu diesem Kampf selbst antreten, das weißt du doch. Nefjas Stimme gerät beinahe in Stocken. Du hast recht. Du hast das Recht, jemanden zu bitten, für dich zu kämpfen. Wenn sie sehen, dass eine andere Kriegerin bereit ist, ihr Leben für dich zu riskieren, verdient das ebenso viel Anerkennung, wie wenn du Asleifer selbst besiegst. Darum geht es doch schließlich, wenn man Tane ist. Vielleicht kann ich irgendwie bewirken, dass das Schicksal auf meiner Seite ist. Wir werden sehen, was geschieht. Gut zu wissen, dass du hinter mir stehst. Ja, das ist mir aber zu unsicher. Nicht, dass sie dann womöglich meint, sie dürfte jetzt kämpfen, weil ich werde das selber tun. So. Sie sieht dich mit zusammengekniffenen Augen an. Du hast vor, eine List anzuwenden? Eine Liste. Dann nickt sie. Das ist eine gute Idee. Falls du etwas brauchst, lass es mich wissen. Falls du deine Meinung änderst, mein Angebot steht. Ach, die Nefja, auf keinen Fall werde ich sie für mich in irgendeiner Form kämpfen lassen. Das mache ich schon selber. Ketil, ich kann nicht glauben, dass es so weit kommen musste. Ein derart verbitterter Mann mit derart dummen Söhnen, das war doch nur eine Frage der Zeit. Was ist hier draußen denn eigentlich geschehen? Ja, super. Ich habe das Gefühl, der ganze Clan hat sich gegen mich verschworen. Nach dem Duell morgen werden wir uns um Erlinger kümmern müssen. Hoffentlich können wir jetzt keine... Ja, komm. Wir müssen uns natürlich um den Vater auch noch kümmern. Erlinger hat heute alle seine Söhne verloren. Vielleicht sind er auf Rache. Aber er hat keine Möglichkeit mehr dazu. Okay, was haben wir hier? Rotgerda. Dunkle Augen mustern dich hinter ihrem aufwendig geflochtenen Haar. Dort etwas Geheimnisvolles und Gefährliches. Du hast kurzen Prozess mit diesen Maultieren gemacht. So einen Mann lobe ich mir. Der Kampf hat mir keine Freude bereitet.
Freude nein, aber doch bestimmt Befriedigung. Wahrlich ein verdienter Sieg. Es war schön, dich kennengelernt zu haben. Wir werden uns bestimmt einmal wiedersehen. Sie prostet dir zu, dann verschwindet sie, ohne deine Erlaubnis abzuwarten, in der Menge. Jo, besprich deine Möglichkeiten mit Astridöde, das ist meine Mama. Ne? Mama ist immer die Beste, aber vorher werden wir einmal looten. Gucken, was wir hier so finden bei den Leichen. Betäubende Tinktur und eine Fackel, die nehmen wir natürlich. Haben wir hier sonst noch was? Was mit ihm? Da ist nichts. Ja, oh, guck mal hier. Teer, Rohmaterial und Honig. Alles nehmen. Stoff. Ja, also looten ist natürlich super wichtig. Weil wir im Grunde, was ist das? Ein unvollendeter Runenstein mit nur einigen Einkerbungen, was die Wörter umschließen sollen. Okay. Haben wir sonst noch was? Ah, da kann man auch noch einlooten. Leer. Okay. Ja, was sagt Mutter uns? Deine Mutter umarmt dich liebevoll. Eine Träne schimmert in ihrem Auge. Gut gekämpft, mein Kind. Dein Vater wäre stolz auf dich. Der Clan führt Kriege gegen sich selbst. War Vater wirklich so ein miserabler Tarn? Sie sieht weg. Ingolf war grundsätzlich ein Krieger. Ingolf war grundsätzlich eher ein Krieger als ein Anführer. Aber er war auch nicht schlechter als die meisten anderen. Es geht hier eigentlich gar nicht um ihn, sondern um Ehrgeiz und Gier. Ich kann nicht gegen Aslaaf kämpfen, Mutter. Ich habe keine Chance. Morgen kommt auch schon der nächste Kampf gegen Aslaaf. Ich weiß, Aslaaf ist ein erfahrener Krieger. Du solltest dich lieber darauf vorbereiten. Ich werde nicht wirklich. Was kann ich tun? Auch wenn es im Moment nicht so aussieht, die Mehrheit unseres Clans steht immer noch hinter uns. Wenn auch nur, weil sie dich für einen besseren Tarn als Aslaaf wäre. Geh in den Sumpf zu Hulda und bitte sie um Hilfe. Sie ist alt und weise. Kennt viele, viele Möglichkeiten, einen Mann zu schwächen. Hexenkunst, naja, können wir nicht wirklich. Wir haben zwar eins drauf, ich kenne mich selbst ganz gut mit der Hexerei aus, okay. Es braucht schon mehr als ein Gebräu einer alten Hexe, um Aslaaf herbeizuführen. Gift, ich will ihn besiegen, nicht töten. Ich möchte mit dieser Hexe nichts zu tun haben. Gute Idee, ein Tröpfchen Gift könnte die Lösung sein. Ich will ihn aber wirklich nicht töten. Astrid streicht sich durch ihr ergrautes Haar, während sie nachdenkt. Es gibt da noch eine andere Möglichkeit. Sigrid hat vielleicht eine Idee. Sie hat Erfahrung damit, Fallen im Wald aufzustellen. Vielleicht kennt sie eine Falle, die groß genug für einen Mann ist. Ansonsten Quellduff ist vielleicht bereit, dich mit besserer Ausrüstung auszustatten. Du solltest nicht mit den alten Waffen, die dir Ingulfer Üben gegeben hat, ins Duell gehen. Ja, also, wie ich es mir schon gedacht habe, wir müssen, oder wie ich es in dem Fall noch tatsächlich auch gewusst habe, wir müssen hier die drei Ziele aufsuchen. Ne? Wir müssen also einmal hier die Hexenhütte aufsuchen. Wir müssen natürlich die Grabstätte die Grabstätte wohl aufsuchen. Und natürlich die Schmiede. Ja, das werden wir machen in der nächsten Folge. Ich sage mal vielen Dank bis hin für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Folge schauen wir mal, was wir tun können, um den guten, Aslaaf zu besiegen, ohne ihn zu töten. Weil ich möchte ihn wirklich nicht töten. Würde mir völlig reichen, den Kampf zu gewinnen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da.
dahin. Euer Alien.